Ich weiß nicht. Der Bond der Gegenwart ist so eine Sache. Ich glaube nicht, dass ich es so ausdrücken würde. Er spielt einen interessanten Charakter. Er ist stark, körperlich fit und gleichzeitig sehr verwundbar, human und warm. Es ist eine Kombination der zwei Seiten. Und wenn Sie dies in eine solche Rolle vermischen, passiert etwas Spannendes. Nein, nein, ich habe nicht gesagt, dass er ein schrecklicher Bond wäre. Ich habe gesagt, dass ich glaube, er solle ihn nicht spielen. Das wurde nur falsch übersetzt. Es brauchte nur 30 Sekunden, ihn in Casino Royale zu sehen, bis ich merkte, dass ich falsch lag. Tatsächlich ist er der Grund, warum ich hier bin. Ich denke, er ist ein großartiger Bond. Das war er von Anfang an. Nein, habe ich nicht. Das ist das Witzige daran. Ich hatte niemals daran gedacht, es zu machen. Aber als Daniel Craig sagte, willst du es tun? Er sagte es auf einer Party, sagte ich sofort ja. Ich hatte vor 10 Jahren mit ihm gearbeitet, bei Road to Perdition. Ich sagte zu ihm, wann machst du den nächsten Bond-Film? Er sagte, weiß ich nicht. Ich sagte, wer wird Regie führen? Er sagte, warum machst du es nicht? Ich sagte, okay. Ich hatte so ein Gefühl in der Magengegend, dass ich eine Herausforderung brauchte. Ich wollte wieder nach England. Ich brauchte dringend einen Wechsel. Ich hatte zuvor 5 amerikanische Filme gemacht und nicht einen einzigen englischen. In den nächsten 2 Wochen versuchte ich herauszufinden, ob ich wirklich so fühle. Am Ende dachte ich, ja. Dann traf ich die Produzenten und alles nahm seinen Lauf. I think so much of the job is trying to cut out the white noise. Ich denke, die größte Aufgabe an diesem Job ist, das weiße Rauschen auszublenden. Jedermanns Erfahrungen, Anforderungen. Leute wollen von dir, dass dies und jenes reinkommt. Und auch die Größe des Filmteams. Da ist eine Vielzahl an Menschen um dich herum. Es geht darum, etwas Persönliches zu kreieren und einen Film zu drehen, wie man ihn selbst machen will. Vor diesem Hintergrund macht es mich stolz, dass es ein persönlicher Film geworden ist. Das ist der Erfolg für mich. Mit der Story. Ich kann über vieles nicht sprechen, um es nicht vorwegzunehmen. Aber ich fragte die Produzenten, ob es für sie in Ordnung ist, wenn ich die Story so weit treibe und die Handlung in diese und jene Richtung geht. Sie sagten einfach, ja, wir wollen nicht irgendeinen Bond, wir wollen deinen Bond. Sie würden mir schon sagen, wenn ich es zu weit triebe. Aber das, was ich ihnen vorschlug, war für sie okay. Ich entwickelte das Skript mit den Autoren. Ich ließ Bereiche einfließen, die mich interessierten. Ich hatte Glück, weil die Autoren großartig waren. Und ich hatte einen großartigen Mitarbeiter in Daniel, welcher angetrieben und in neue Richtungen gedrängt werden wollte. All diese Dinge halfen mir. Aber das Wichtigste war, im ersten Schritt des Schreibens so zu tun, als wäre es kein Bond-Film. Und einfach eine Geschichte über diesen einen Mann zu erzählen. Sobald die zentrale Geschichte stand, haben wir alles Weitere hinzugefügt. And then add everything else back in. Ja, ich war mehr von anderen Filmen inspiriert. X-Files, Get Carter und Der dritte Mann inspirierten mich. Und Der unsichtbare Dritte von Hitchcock. Ich war vorsichtig, mich von anderen Bond-Filmen inspirieren zu lassen, weil man das nicht los wird. Ich habe mir zum Beispiel nicht nochmal alle Bond-Filme angeguckt. Die, die ich gesehen habe, erinnerte ich auch so, wenn sie gut waren. Aber ich las die Bücher nochmal. Ich habe 2 Lieblings-Bond-Filme, Liebesgrüße aus Moskau und Casino Royale. Diese 2 Filme kommen den Büchern am nächsten. Aber ich dachte nicht direkt an diese Filme, als ich Skyfall machte. Diesen Film habe ich in meinem eigenen Stil gemacht, ohne irgendetwas zu kopieren.
Meine Kindheitserinnerungen an Bond fangen mit Leben und Sterben lassen an. Die Bond-Filme erschienen so aufregend, erwachsen und cool, sexy und gefährlich, mysteriös und etwas ängstigend. Später mit 20, 30 Jahren war ich nicht so an Bond interessiert. Er war nicht relevant für mich. Ich dachte nicht, dass er cool war, aber das war nur meine eigene Empfindung. Und dann sah ich Casino Royale. Ab da war Bond plötzlich wieder interessant für mich. Teils wegen Daniel Craig und teils weil Martin Campbell einfach einen wunderbaren Film gemacht hat. Er entfernte das Komische und die selbstbezogenen Witze, die dem Publikum zu sagen schienen, wir müssen es nicht ernst nehmen, es ist nur ein Bond-Film. Und so machte mir Martin mit seiner Arbeit an Casino Royale überhaupt erst möglich, diesen Film zu machen. Und so in a way, Martin's work on Casino Royale made it possible for me to make this film. Ich selbst? Unter keinen Umständen. Ich bin körperlich ein Feigling. Nein, ich würde keine Stunts machen wollen. Ich mag es, anderen Leuten dabei zuzusehen.